Servus und salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Donnerstagabend, es ist der 23. April und wir haben 19.43 Uhr. Ich muss den DAX-Film vorziehen, weil ich morgen nicht da bin. Deswegen mache ich den heute Abend und er wird auch dann bestimmt morgen überall gezeigt über die herkömmlichen Kanäle. Fangen wir mal an mit dem Freund. Ganz nüchtern betrachtet. Wir handeln zwischen dem 38er und dem 50er Retracement von dieser ganzen Bewegung. Also vom All-Time-High runter bis zu dem Tiefskurs bei 8.251. Dazwischen handeln wir. Letzte Woche sagte ich, das ist ja ein schöner Impuls gewesen, hoch bis zur 20-Tage-Linie, an ihr rumgespielt, da mal ein bisschen hoch und jetzt noch seitwärts. Der Markt macht auch momentan nur seitwärts. Nach dem Börsenschluss heute sind wir erstmal 100 Punkte gestiegen, so auf die 10.600 Schnickschnack. Und dann haben wir auch schon wieder 100 Punkte, beziehungsweise insgesamt 200 Punkte verloren auf 10.400. Im Moment handeln wir bei 10.387. Also es ist alles noch oberhalb der 20-Tage-Linie. Eine Seitwärtsphase seit jetzt 12 Tagen. Das hat einerseits den Nachteil, das ist das Schwierige, dass wir es einfach nicht schaffen, über das obere Band, über das 50er-Retracement drüber zu gehen und auch nicht über dieses kleine Haie vom 10.3. Andererseits hat es den Vorteil, die Seitwärtsbewegung, dass sich alles, was überkauft gilt, hier bei das MACD, hier über die Stochastik abbaut. Also ich kann Ihnen jetzt drei Gründe für einen steigenden und drei Gründe gegen einen steigenden Markt nennen. Tatsächlich ist der um die 10-Tage-Linie relativ neutral. Ich glaube, wir warten eher auf irgendeine Art neue Nachricht, was auch immer das sein mag. Ja. Eigeninitiative sehe ich jetzt hier momentan nicht, also zumindest nicht vom DAX, aber auch nicht vom Dow oder was auch immer. Es sind schöne Geschichten unterwegs, wie zum Beispiel Wirecard oder heute zum Beispiel, die ganz viele Banken sind ordentlich gestiegen. Ja? Und also wirklich komplett en groupe. Auch schön, da muss man ein bisschen drauf achten. Ich bin ja sowieso mehr der Aktienfreund, also im Sinne Einzelwertfreund als Indexfreund. Aber wir sind zwischen dem 38,2er, zwischen dem 50er Retracement, hier zwischen, da ist momentan nicht viel zu holen. Bei mir würde es negativ werden mit einem Schlusskurs unter der 20-Tage-Linie, die momentan bei 10.165 liegt. Heute hier am Donnerstag, morgen steigt die noch leicht. Also so ein Schlusskurs 30, 40 Punkte drunter wäre negativ, da müsste ich mir zumindest dieses Gap hier holen. Und dann besteht auch die Gefahr, dass wir relativ flott auf das untere Band gehen im Bereich 9.500. Andererseits, wenn wir es wirklich jetzt endlich mal schaffen sollten, diese 11.023 rauszunehmen, seiend das obere Band, das 50er Retracement und das Hoch vom 10.3., dann haben wir nach oben nochmal ein paar hundert Punkte frei. Also momentan ist da, also ich muss jetzt hier nicht großartig mit rummachen, außer in Einzelwerten. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Zum einen diesen hier, das ist 9.935er, da sind wir also hier drunter. Unter der 20-Tage-Linie, unter diesem Gap. Von Goldman Sachs ein Open-End-Schein im Moment mit einem 23er Hebel. Das ist also keine kleine Option. Mit der Kennnummer GC1478. GC1478. 9.935. Einen Put möchte ich gern ganz kurz hinter diesem, ganz knapp hinter dieser 11.038 umsuchen. Da muss ich ein bisschen vom Hebel hergeben. Und lande hier bei diesen Mini-Futures von Goldman, ebenfalls zeitlich unlimitiert. Da ist der Basispreis die 11.129, allerdings wird der Freund schon gestoppt bei 11.040. So, im Moment ein 14er Hebel. Das ist die Kennnummer GB9YCH, Gustav Bertha 9, Y Cäsar Heinrich. 11.129 als Basispreis mit einer K.O.-Grenze von 11.040. Das heißt, der wird hier auch schon ungefähr da, noch ein bisschen tiefer, wird er schon gestoppt. Das macht für mich Sinn. Macht für mich wirklich Sinn. Ich möchte keine höheren Puts nehmen. Tja, ich wünsche euch ein Happy Trading. Ich wünsche euch auch eine fette Beute. Und am meisten wünsche ich Gesundheit und dass wir irgendwann mal wieder irgendwie alle mal ein Bierchen trinken gehen können. Oh. Publik. Alles Gute. Bye bye. Ciao.